Ah, der zweite Mana-Effekt mal wieder. Oh Gott. Da steht die ganze Insel der Flachholzhäuser. Das ist so gut. Das ist bestimmt lautstärke-technisch bzw. geräuschtechnisch einfach furchtbar. Weil es tatsächlich gar nicht so leise ist. Soll ich es nochmal leiser machen? Wenn wir jetzt so viel zerstören? Eine Idee einfach? Oder ist das noch okay? Geht eigentlich, ist noch okay, find's okay, ein bisschen leiser wäre aber in Ordnung. Gehen wir dann, machen wir es wirklich ein bisschen leiser. Optionen, Audio, drehen das halt ein bisschen runter. Lass mal kurz gucken. Ja. Ich habe jetzt die erste Area dreimal von allen Monstern geklärt auf der kompletten Map. Das könnte noch hunderte von Stunden dauern. Ja, das ist aber auch wirklich die Frage, ob man das machen will. Dann, ne? Aber ja, also wenn du wirklich 100% Achievement holen willst und dann auch noch die ganze Insel dismanteln letztendlich, sitzt du locker. Keine Ahnung. Also 200, 300 Stunden, I guess. Okay, Inventar schon wieder voll. Wir haben ja noch gar kein Lagerfeuer gefunden, ne? Da wollten wir eigentlich gucken. Ey, hier unten muss halt safe irgendwo eins sein. Das nächste ist, also die sind halt relativ weit weg, da wird irgendwo eins kommen. Lass mal gucken gerade. Ja, wobei, eigentlich will ich jetzt mal den ganzen Loot oben einstecken. Hatten wir das komplett mitgenommen oder liegen da jetzt noch Sachen? Ja, da liegt halt noch voll viel. Okay. Lagerfeuer sieht man gut auf der Karte. Ja, aber ich bin zu faul, auf der Karte zu gucken. Ich suche lieber so ein bisschen rum. Okay, wir kriegen aber auch so oder so nicht alles mit, oder? Es ist einfach zu viel Gerümpel. Doch, es passt. Also hier stehen noch ein paar Sachen, aber dieser Kleiderständer zum Beispiel, wie konnten wir den nicht treffen? Ich meine, wir decken hier letztendlich sowieso alles auf. Gott, diese ganzen Pflanzen noch dreimal machen, ne, sehe ich halt auch einfach nicht. Also schon, aber halt nicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach direkt in der Versenkung verschwunden, schön. Oh, das ist noch ein Angelspot. Haben wir eigentlich die Baseballkarte ausgerüstet? Nee, ne? Und wir haben so schon relativ viel Knockback. Ah, da ist das Lager voll. Oh, da kommt sogar noch eine Quest. Spannend. Setzen wir uns erstmal kurz hin, füllen alles wieder auf. Lass mich raten, schwimmen lernt man nicht, bislang nicht. Also in Sachen reinspringen oder irgendwo runterspringen oder runterfallen ist einfach nie gut. Zumindest noch keine Stelle gefunden, wo es gut gehen würde. Ich verzweifle langsam. Die Situation da draußen hat sich in nur wenigen Wochen extrem verschlimmert. Jeden Tag wehre ich nicht nur nicht mehr menschliche Wesen ab, sondern auch Leute, die einfach nur eine Zuflucht suchen.
Inzwischen sind meine Arbeitgeber nur noch daran interessiert, ihren Reichtum im Boden zu verstecken. Ich konnte einen von ihnen fotografieren, als er neben einem Felsen im Garten kniete. Ich habe die Stelle markiert, sodass es später leichter zu finden sein sollte. Das steht da zwar nicht, aber es steht da sinngemäß. Das große Anwesen haben wir relativ gut zerlegt, aber ich glaube, der Stein müsste noch da sein. Da ist Zaun, hier ist so Eingang, da ist so ein Fels. Okay. Das ist nicht der. Hast du ewig gesucht, bis du den hattest? Naja, man weiß halt immer nicht, aus welchem Winkel das auch gemacht ist, ne? Vor allem die Schaufel nicht dabei. Lass mich nochmal auf das Foto gucken. Da ist auch Vegetation, das ist auch Rasen, da ist keine Wüste, also es ist irgendwo auf dem Rasen. Und da ist ein ganz klein bisschen Pfad. Okay, also es kann halt nicht in dem Wüstending sein, es müsste irgendein Fels. Was kann der hier sein? Da wäre auf jeden Fall auch die Bank, ich weiß gerade nicht von welcher Stelle, von hier aus. Steht fast ein bisschen viel Kram, ne? Oh, oder ist der das? Guck mal, hier ist die Bank, hier ist der Weg. Ah, das ist kein Zaun. Ansonsten ist das nah dran. Nah dran, aber nicht ganz. Okay. Gut, dass wir bislang nur das Haus platt gemacht haben, ne? Er kann halt auch hier oben irgendwo sein. Guck mal hier, das sieht gut aus. Ah, hier ist jetzt auch einfach eine Suchstelle, okay. Ja, easy. Du findest eine zerknüllte Nachricht. Schatze, ich habe den Wachmann beim Rumschnüffeln erwischt. Ich habe mich um ihn gekümmert. Finde den weißen Baum unserer verwelkten Liebe im großen Anwesen. Im großen Anwesen finden wir nichts mehr. Das große Anwesen ist non-existent. Haben wir einen Questmarker? Nee. Aber vielleicht ist es wirklich ein Baum, der hier steht. Aber es ist ja im großen Anwesen. Ja, vielleicht ist das aber auch einfach komisch übersetzt. Ah, okay, es ist einfach die Birke. Ein weiterer zerknüllter Zettel. Ich habe alles in der nordöstlichen Hofecke versteckt. Was ist denn für die der Hof? Das hier hinten? Oder hier vorne. Also, was ist jetzt der Hof? Ist das der Eingangsbereich? Soll das der Hof sein? Also, das ist halt einfach so Instructions unclear. Das Ding hier sein, ne? Nordöstliche Hofecke. Achso, warte mal. Grabe an der nordöstlichen Ecke des Tennisplatzes. Man sollte den Text da oben dann auch lesen. Dann graben wir doch mal. Aber Hof? Hof ist doch nicht der Tennisplatz, Alter. Okay, aber dann müssen wir da wahrscheinlich rein.
kann ich nicht graben. Ah, okay. Genau, unterm Zaun. Gut. Ist halt einfach weird, wenn du halt groß eingeblendet einen anderen oder in der Nachricht einen anderen Text hast, als dann oben links steht. Weil hier oben links gehst du einfach davon aus, erstmal, dass das Gleiche da steht, wie halt auch im anderen Questtext stand. Deswegen guckt man da nicht mehr unbedingt hin. Oh, wenn wir schon da sind, ne? Dann, es fehlen immer noch zwei Lagerfeuer, glaube ich. Die müsste ich nochmal finden. Ich würde ganz gerne, wenn wir alle Lagerfeuer haben, nochmal in die Arche gucken, ob da irgendwas passiert. Ich glaube zwar nicht dran, aber wer weiß. Ich mache hier mal fix den Soundpad. Das geht ja relativ zügig. Also auch nur den Sound, den außen jetzt nicht noch. Warum treffe ich denn von da die Bank plötzlich nicht mehr? Manchmal ist es mit dem, was man trifft und was nicht, echt seltsam. Ne? Trifft man irgendwie ein Item mit, macht so die Hälfte Schaden, dann geht irgendwas anderes drumherum kaputt und plötzlich trifft man es nicht mehr. Also, das macht gar keinen Sinn. Und da hätten wir auch direkt zur Box gehen können, ne? Die ist ja nun direkt darunter, aber okay. Sei es drum. Vielleicht wegen Tennis Court? Stimmt, Court kann auch rufen. Ja, es ist einfach blöd übersetzt. Im Englischen ist es wahrscheinlich einfach eindeutiger. So die Sache. Aber ja. Hier können wir... Achso, warte mal, hier könnte man noch irgendwo angeln, ne? Fällt mir gerade so ein. Lass das gerade nochmal machen. Das ist auch so ein Hinweis oder noch ein Vorschlag, den sie reinpatchen könnten, dass einfach irgendwie Angelspots, die man gesehen, aber nicht gemacht hat, einfach wirklich auch mit dem weißen Icon auf der Map markiert werden. Das wäre halt voll gut. Wo war der denn? Irgendwo hatte ich doch hier einen gesehen. Und mir gedacht, Mensch, müssten wir nochmal machen. Den da oben hatten wir gemacht. Den meinte ich auch nicht. War ich nicht der festen Überzeugung, ich hatte hier noch einen Angelspot gesehen? Das restliche große Anwesen platt, ne? So. Und der Müll muss auch weg. Das ist halt so die Grütze, das findet man halt nie wieder. Aber irgendwo hatte ich hier was gesehen. War das so weit unten? Na, wir sind ja auch da ein Stück Küste lang gegangen und haben hier Viecher platt gemacht. Kann gut sein, dass das hier irgendwo war. Hier ist auf jeden Fall noch Fell. Mana müsste ja auch noch liegen, oder? Ah, da oben war es, okay. Ich wusste doch, hier ist irgendwo noch so ein Spot. Dann angeln wir mal. Schwert aus, wer weiß, was hier kommt. Es leben ja auch immerhin noch 20 Gegner. Irgendwo müssen die ja noch stehen. Da ist zum Beispiel schon mal einer. Wir hatten auch noch einen Angelspot, den ich mir auf der Map markiert habe. Ne? Lass den dann auch nochmal machen, bevor wir in die Stadt gehen. Da ist noch eine Kiste.
Wenn da eine Kiste ist, könnte auch noch ein Lagerfeuer in der Nähe sein. Und vielleicht ist das auch einfach das am Gehöft. Hier unten waren wir, ne? Hier nochmal kurz die Küste ab. Nicht, dass wir hier noch irgendwo einen Angelspot übersehen haben, aber das sieht alles ganz gut aus soweit. Okay. Ja, das könnte gehen. Okay, noch 15 Gegner. Hier einfach straight hoch. Ich mache hier mal ein bisschen Kram kaputt unterwegs. Einfach damit ich möglichst auch an nichts hängen bleibe. Gegner. Sehr schön. Dann sind es nur noch 12. Also, das kriegen wir wieder nicht damit. Oha, was haben wir denn hier? Das geht so ja nicht. Stein kann man da bleiben, der steht gar nicht so im Weg, stelle ich fest. Wir müssen nämlich noch viel weiter hier links rüber. Die Schranke kriegen wir nicht damit kaputt? Okay, spannend. Bin ich jetzt fest von ausgegangen. Dann reißen wir hier gerade mal ein bisschen Zaun weg, für den Fall der Fälle. Ich gucke hier lieber nochmal. Also ich laufe den Weg. Also A, ist hier noch Schatten. Aber da ist nämlich auch noch ein Gegner. So. Bleiben noch 11. Hier ganz gern einmal. Ja, wirklich so auf das Wasser zulaufen. Okay. Ja, alles klar. Kriechen. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht einfach euch noch hier weg haben. Nur so für den Fall. Vielleicht ein bisschen von der Hausecke. Oder vielleicht einfach die ganze Bude. Das ist ja jetzt nicht so der Aufwand. Sehr schön. So, zack, dann ist das da auch schon weg. Dann einmal ins Lagerfeuer und dann sprinten wir einmal runter zu der Kiste. Kisten fehlen echt nur einige, ne? Na, das sollte eigentlich passen. Okay, noch so ein Teil. Wofür? Also ich brauche die halt echt für nichts mehr. Es sei denn, wir müssen irgendwann Mana Rifts damit aufmachen, dann vielleicht. Apropos Mana Rifts, haben wir hier überhaupt welche? Oh, da unten haben wir halt, ne, da ist noch Schatten, das wurmt mich. Aber da kommen wir relativ schnell hin, da können wir von hier rüberlaufen. Da haben wir ja Brücken, dankenswerterweise. Ich glaube, das sieht auch auf der Map nur so aus, als wäre der Schatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da so einfach so lala lang gelaufen bin. Wenn wir schon die Erkundung. Wobei, vielleicht war ich in dem Moment einfach so, oh Alter, ich will doch nur zu der Pyramide. Das kann natürlich auch sein. Dass ich dann hier nicht. Aber so ganz abgelaufen bin ich die Küste nicht. Offensichtlich. Nee, hier war ich definitiv nicht. Sieht jetzt aber auch nie.
nicht so aus, als wäre hier irgendwas Nennenswertes. Können noch mal kurz die Schaufel ausrüsten. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Digging-Spot ist. Dann wahrscheinlich eher noch ein Spot zum Angeln, aber... Auch danach sieht es nicht aus. Nö, hier ist halt einfach nichts. Okay. Auch nicht? Nee. Na, da waren wir aber auch noch nicht überall. Zumindest nicht ganz an der Ecke. Auch hier sieht es nicht so aus, als hätten wir irgendwas Elementares verpasst. Also wahrscheinlich sind hier irgendwo die Gegenspots, mit denen ich jetzt nicht mehr rechne, weil ich auch irgendwie Sachen weggeholzt habe, die ein Hinweis gewesen wären. Da kommen wir nicht hin. Da unten waren wir. Okay, lass mal gerade... Ein Lagerfeuer fehlt noch. Ein einziges. Ist jetzt halt die Frage, kommen wir hier in der Crown noch irgendwo hin? Also kommen wir riftmäßig hier noch irgendwo in diese Gebiete? Also hier hoch, hier sieht es halt auch nicht so aus, als wäre da was, ne, wenn wir ehrlich sind. Lass mich gerade mal gucken, wie Lagerfeuer auf der Map aussehen. Ah, so, okay. Es ist halt schon sehr klein. Es sieht halt einfach nicht so aus, als wäre hier irgendwas, was ich... Oh, warte mal, ich habe eine Idee, wo das noch sein könnte. Es könnte... Also entweder könnte hier oben noch eins sein, weil da haben wir relativ viel nicht gemacht und hier ist halt irgendwie so eine Lücke zwischen. Also das würde sich anbieten. Hier würde sich anbieten. Oder, schon gesehen, ist es das einfach? Das kann halt alles sein. Also das kann halt auch einfach so ein Haufen sein, ne? Ah, da ist es. Okay. An den Autos, alles klar. Gut, dann wissen wir müssen in die City. Easy, aber irgendwo... ich wollte auch... Dann, oh Gott, Orientierung. Hier nochmal hin, weil hier haben wir halt noch richtig viele Mana Rifts am Start, weil wir können wir überall noch auf die Bereiche hier hoch. Und hier sogar noch relativ weit rumlaufen. Aber okay, dann ist jetzt unser Plan zu dem Turm, dann da hoch. Wir sind da, wir sind natürlich am Arsch der Welt jetzt, aber okay, dann... wie viel haben wir denn eigentlich jetzt an spannendem Kram in der Zeng-Wüste? Was ist denn Hauptinsel und Untergrund eigentlich? Warum? Was haben wir denn im Untergrund noch nicht gemacht? Offenbar einiges. Ist hier Zeng-Wüste. Drei Spots fehlen noch, okay. Die Frage ist, was? Stadt ist aber auch voll gut, weil da sind jetzt auch die letzten beiden Radios tatsächlich. Das, also der Reihenfolge nach könnte das fast noch ein Tape sein, aber die müssten wir ja questmäßig alle mitgenommen haben. Das kann es eigentlich nicht sein. Na, whatever. Ich glaube, das sind so Sachen, die schlage ich im Zweifelsfall wirklich nach. Weil hier gibt es jetzt auch einfach nicht mehr so viel Bereich. Oh, warte mal, oder war... Kann sein, dass hier... Hatten wir hier noch eine Quest am Start? Kann sein, dass da dann noch irgendwas mit passiert. Aber so Schatten aufgedeckt haben wir hier eigentlich so weitestgehend.
Also hier so ein ganz kleines Eckchen vielleicht nicht, wobei ich auch nicht weiß, ob man da überhaupt hinkommt. Sie müssten ja eigentlich irgendwo gewesen sein. Also wenn, sind es vermutlich Digging-Spots. Die nicht so richtig, die ich nicht mitgenommen habe. Weil alles andere müssten wir eigentlich gesehen haben. Oder es ist wirklich noch irgendwo ein Mana-Rift, was ich bislang nicht gesehen habe. Aber das müssten wir zumindest irgendwie mal auf der Map gehabt haben. Also es müsste dann zumindest weiß markiert sein. Bevor wir jetzt zu dem Turm gehen, warte mal. Ach, ist natürlich auch am Arsch der Welt, ne? Ja, okay. Bevor wir das jetzt machen, lass uns den einen Angelspot mitnehmen, den ich seit Ewigkeiten auf der Map markiert habe. Weil ich den sonst einfach wieder die nächsten 2 Stunden vergesse. Nur Konvoi, einfach kein Konvoi mehr da. Schön. Können wir bitte dieses Stück Zaun treffen? Danke. Laufe ich noch richtig? Ja, ich laufe total gut. Ich bin ausnahmsweise mal nicht hardcore vercheckt, wo ich hin muss. Ah, hier war irgend... Ah ne, da war nur was zum Sammeln, ne? Aber die Teile hatte ich extra... Diese Seitenstücke hatte ich erkundet und da war irgendwo was zum Sammeln. Ich erinnere mich. Das Schild weg. Aus Prinzip diesen Truck weg. Warum nehme ich die immer so? Haben wir gar keinen Platz für. Na, machen wir so. Aber die Pilze mitnehmen. Haus, ne? Holzhäuser gehen jetzt halt einfach schnell. Schon ist das ganze Haus weg. Es ist so absurd, ne? Oh, Wälderroden geht damit dann aber auch richtig gut. Oh, hier sind sogar 2 Fishing-Spots noch, voll gut. Dann gib mir doch einfach mal direkt statt der Schaufel die Angel. Die Angel ausrüsten wäre auch gut. Nicht einfach mit dem Handschuh ins Wasser boxen. Das ist aber schon nicht mehr das Wüstengebiet. Würde vermutlich trotzdem funktionieren. Wenn die Fische aus dem Wasser rausspringen und wir sie dann boxen, ja. Sonst eher schwierig. Oder ist das einfach nur ein Teil und ich habe... Das ist noch so eine Holzhütte. Tut mir leid, das muss passieren. Oder habe ich mir einfach den falschen Steg markiert? Das können auch gut 2 Spots gewesen sein. Ich möchte das nicht ausschließen. Es ist auch weit genug südlich, dass das echt schon ein 2. Spot sein könnte. Oh, es ist ein Holzhaus. Wer konnte damit rechnen? Aber ja, da ist auch noch ein Spot einfach. Okay.
So, dann einmal das alles wegpacken. Schon mal die Angel ausrüsten. Kurz den Stuhl klatschen. Und ab geht's. Später haben wir es denn inzwischen. Okay. So weit, so gut. Dann kann der Marker weg. Dann. Wenn wir jetzt hier sind. Ich weiß, wir wollten in die City, aber. Ist alles nicht so einfach. Ob da was Spannendes rauskommt? Ja, wurde es nein. Also, warte mal, da ist schon eine Kante, ne? Der Mana, das ist schon weiter oben? Oder nee, ist er nicht. Drei Stück, haben wir die? Haben wir. Ja, ich brauche aber erstmal ein Lagerfeuer. Komme ich von hier nach hier unten lang? Müsste ich da hochkommen, oder? Ja, wenn wir da jetzt hochgehen, brauche ich auf jeden Fall mehr Inventarplatz und mehr Porte-Kram-Wegmöglichkeiten. Also wir müssen einmal kurz hier alles refreshen. Haben wir eigentlich noch Sachen angepflanzt, die wir abernten müssen? Nee, ne, ich habe glaube ich nichts mehr gepflanzt, nachdem wir festgestellt haben, dass wir die Arche vollständig haben. Ne, weil hier auf der Minimap manche Sachen weiß und manche grün sind, aber es ist einfach total unerheblich, okay. Alright, dann gehen wir doch einfach mal in das Rift. Okay, da sind wir direkt hier oben. Spannend. Gut, dann frühstücken wir den Kram hier mal ab. Da werden wir von hier vermutlich darüber kommen. Mal gucken, hier sind ja noch ein paar Rifts. Also von hier wahrscheinlich darüber, von hier hier hoch und von hier wahrscheinlich einfach wieder runter. Aber dann haben wir das einmal abgekaspert und dann in die Stadt. Das ist aber alles Plan für die nächste Folge und im Stream mache ich auch mal 10 Minuten Pause. So roundabout, weil ich mich auch kurz um was anderes kümmern muss. Bin aber ja so in 10 Minuten wieder da. Von daher bis gleich.